gesprochen haben, wird umgedreht. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Neue Strafe für einen Strafenkatalog. Schiedsrichterentscheidung in Frage stellen, 3 Weißbier. Allerdings nicht in Berlin, weil die trinken Weißbier mit Bananensaft. Das geht nicht. In der Tat, es fehlt die Frauenpower und ich glaube, das haben wir heute gemerkt. Was ist heute passiert? Heute haben wir leider eingesteckt, mehr als einmal. Trotz Frauenpower und super Keeper. Zu wenig Frauenpower und ja, wir müssen an dieser Stelle den Keeper loben, der ist wirklich top und ohne ihn wären wir definitiv hoffnungsvoll verloren. Was ist dein Appell an die anderen Frauen, nicht nur bei dir im Team, sondern auch in den anderen Teams? Traut euch, spielt mit, es macht riesen viel Spaß und vor allem tut es sehr gut nach so einem langen Tag rumsitzen. Wir müssen uns die Jungs schnappen. Sensationelle Spiele. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich Spieler des Tages Isabel aus dem ersten Spiel. Ein Tor, zweimal Latte, eine Vorlage fürs Tor. Sensationell. Für mich als Schiri, ich bin brutal gefordert. Ich habe heute viel zu tun, aber ich habe alles wahnsinnig im Griff und von daher kriegen wir das schon hin. Ja, die Karten fliegen nur so raus und okay, das war jetzt gelogen, aber naja, irgendwie muss ich ja eine Daseinsberechtigung haben. Also super Mannschaften, sehr fair. Passt. Gutes Team. Was sagst du zur Urban Sports League generell? Ein sehr interessantes Tournament, wirklich sehr spannend. Ich würde mir wünschen, vielleicht ein paar mehr Mannschaften noch oder so, dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen spannender, aber cool. Also das Niveau ist erstaunlich hoch. Ich finde diese Geschichte spannend. Finde ich gut. Gut, dann